Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienanalyse auf meinem Kanal. Heute soll es um die AT&S gehen. Die Firma steht für Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft, kurz AT&S. Es ist also, wie ihr hier sehen könnt, ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Leoben in der Steiermark. Und ich möchte euch ja mal ganz kurz hier über natürlich Wikipedia eine kleine Historie geben. Das Unternehmen war bis 94 in staatlicher Hand, ist dann privatisiert worden. Hier überfliege ich mal den ganzen Markt, das ist ja dann doch relativ lange her. 2009 gab es eine neue Produktausrichtung und das hat sich eigentlich bis heute gehalten, denn seitdem konzentriert man sich dann doch auf diesen High-End-Segment, Automotive und Industriesegment, und das Werk in Shanghai, wie wir dann gleich sehen werden, in Chongqing, soll sich dann auf High-End oder hat sich auf High-End Mobile Device Segmente entschieden, da den Wert drauf zu legen. Und ab 2011 hat man dann hier auch begonnen, ein bisschen internationaler zu denken. Man hat in Indien ein Werk eröffnet, das ist jetzt nicht mehr in Betrieb. Man ist dann auf China ausgewichen. Ich denke auch verständlich wegen den Lieferketten, damals China ja doch sehr im Boom gewesen, teilweise immer noch. Und ja, so hat man hier auch teilweise mit Intel als neuen Kunden einen neuen Kunden gewinnen können. Und allgemein ab 2015, 16 dann doch die Investition deutlich hochgefahren. Hier von 350 auf 480 Millionen. Und hier hat man auch schon 2016 die Serienproduktion von IC-Substraten begonnen. Am 19. März erfolgte dann auch die erneute Aufnahme in den AT&X, das ist das Pendant zum deutschen DAX. Und um jetzt zur Gegenwart zu kommen, ist man dann auch jetzt expandiert nach oder in Malaysia. Da möchte man jetzt auch ein neues Werk bauen, beziehungsweise hat man ja im Oktober schon begonnen, Oktober 2021. Das soll Ende 2024 fertiggestellt werden. Und das wäre oder ist dann die größte Investition der Firmengeschichte, so wie man es hier ablesen kann. Eine Entscheidung, die bestimmt auch geopolitisch getroffen wurde, damit man sich aus einer gewissen Abhängigkeit ja, herauslöst. Genau, und hier sehen wir einmal die Kennzahlen, oder die wichtigsten Kennzahlen in den letzten 14 Jahren. Also hier sehen wir, dass die Umsätze grundsätzlich nach oben, der Takt nach oben soweit in Ordnung ist. Wir hatten zur großen Finanzkrise auch hier teilweise ja, sinkende Umsätze. Das hat sich dann aber seitdem auch super wiederentwickelt. Und besonders, was ich hier schon angesprochen habe, seitdem man internationaler gegangen ist, Werke gebaut hat, expandiert ist, besonders seit den Investitionen ist auch entsprechend ab 2015, 16 dann ein deutlicher Zuwachs, fast ein exponentieller Anstieg zu verzeichnen. Ja, und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich habe euch bislang noch nicht gesagt, was diese Firma macht. Denn das ist ein klein wenig komplexer, und das will ich jetzt einmal, da möchte ich jetzt einmal drauf eingehen. Also AT&S ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Leiterplatten und IC-Substraten. Das heißt, AT&S stellt nicht wie TSMC oder Samsung die Halbleiter, die Chips selber her, sondern das Nebenprodukt, die Leiterplatten und die IC-Substrate sind dazu da, um die Halbleiter, die Chips mit den Leiterplatten quasi zu verbinden. So, das ist das Bindeglied zwischen denen. Da hat sich AT&S halt drauf spezialisiert. Und jede Firma, ihr könnt ja in den Investor Relations einmal immer wieder nach den interessanten Informationen googeln und mal schauen und schauen, was es da Neues an Präsentationen gibt. Und jede Firma hat eigentlich auch so eine Unternehmenspräsentation. Das heißt, hier hat AT&S auch eine neueste Version rausgebracht. Soweit ich das, ja, ich glaube auch relativ aktuell, vor 9 Tagen erst, ist also die Nummer 2 bei den PCB Manufacturer worldwide. Es gibt grundsätzlich relativ wenig, die diese Substrate herstellen können. Man hat auch entsprechend über 600 Patente, ist also
Nein, der wirklich relativ große Firma, muss man sagen. Und diese Substrate werden benötigt für diverse zukunftsträchtige Themen. Ihr seht so Robots, Smartphones, Neurostimulation, Consumer Electronics, da die PCBs, die Substrate hier, besonders für Server und Cloud Computing. Und ja, das sind wirklich, das sind deren Key Growth Markets, wie sie es selber sagen. Und ja, Mobile Devices, Substrates, Automotive, also Auto ist ja ein fahrender Computer, da werden Chips und Leiterplatten ohne Ende benötigt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass man hier in einem sehr guten Segment tätig ist. Hier nochmal drauf eingegangen, ganz kurz, das Werk in China, einmal hier links und hier in deiner Modellansicht, sage ich mal, das zukünftige Werk in Kulim, Malaysia. Genau, hier sehen wir ein wenig auch weitere Investitionen. Da möchte auch ein neues Office bauen, ein Research and Development Center, sodass AT&S hier gut aufgestellt ist. Ich überspringe gerade mal die Finanzen, darauf komme ich gesondert nochmal zurück. Möchte jetzt wirklich bei den Produkten bleiben, also was ich eben meinte, schon mit den Substrates, mit diesen ABF-Substrates, diese Server-Chips, die werden ja nicht mehr Single, sondern Multilayer, also More Layer, und die Nachfrage danach, die wird brutal steigen oder ist schon am Steigen. Umso mehr Cloud Computing nachgefragt wird. So, und damit kommen wir dann jetzt auch mal endlich zum Aktienkurs, zur Aktie selber. Die steht jetzt hier aktuell bei 35,35. Die war auch schon mal bei 57,50 im 52-Wochen-Verlauf, aber auch schon mal bei 29,65. Das war übrigens der Kurs, den ich leider ein bisschen verpasst habe. Ich habe die Aktie schon in meinem Depot, deswegen immer darauf achten. Ich versuche das trotzdem so objektiv wie möglich darzustellen. Genau, das waren die Kurse vor ungefähr einem Monat und derzeit bewegen wir uns in einem leichten Aufwärtstrend. Warum? Weil der ganze Markt auch steigt. Das muss man auch mal einfach sagen. Das hat wahrscheinlich auch weniger mit der Firma zu tun. Genau, also der Aktienkurs bei 35,35. Wir haben eine Market Cap von 1,37 Milliarden Euro. Ist also für österreichische Verhältnisse bestimmt nicht wenig, aber auch kein Riesenunternehmen, ist aber, finde ich, fair bewertet. Wir haben hier ein KGV von 4,68 und es gibt ja viele von diesen Chip-Herstellern, die relativ günstig bewertet sind, aber ich finde, bei AT&S stimmen einfach die Zukunftsperspektiven. Das muss man echt einfach so sagen. Es wird sogar eine Dividende ausgeschüttet, die aber, das muss ich sagen, sehr, also prozentual, das ist ganz nett, aber sehr schwankend ist. Also dazu können wir gleich mal vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Also da ging es, die ist sehr schwankungsanfällig, mal höher, mal niedriger. Da würde ich, die Aktie kaufe ich nicht wegen der Dividende, das muss man ganz klar so sagen. Hier sehen wir nochmal die letzten Quartalsergebnisse, die letzten fünf. Hier sieht man also wirklich ein schönes Wachstum, wirklich ein tolles Wachstum. Und ja, ein EBITDA hier im September sogar von 31,3%, was verdammt stark ist. Denn da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. 31% EBITDA, das wird auch vom Unternehmen so angepeilt. Und damit komme ich auch zu den Finanzen. Ja, das letzte Quartal, die letzte Meldung war vom 3. November und hier hat man erstmals in der Firmengeschichte über 1 Milliarde Euro in einem Halbjahr verdient. Bärenstark also. Eine wirklich tolle Steigerungsrate beim Umsatz, beim EBITDA. Und das trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds. Einzig, was enttäuscht, ist der Ausblick. Dazu komme ich aber gleich am Ende. Ich habe mir die wichtigsten Passagen für euch schon mal markiert. Der Herr Gerstenmayer, der Vorstandschef des Unternehmens, bleibt dennoch zuversichtlich in Bezug auf den Trends, auf den Rahmenbedingungen und der Entwicklung. Hier könnt ihr ja nochmal die Zahlen nachlesen, die überfliege ich jetzt einmal. Das Balance Sheet sieht gut aus. Eigenkapitalquote von über 30%,
Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und das Einzige, was beim Ausblick schlecht war, ist die Tatsache, dass man eigentlich 2,2 Milliarden Euro angepeilt hat und jetzt ein mittlerer einstelliger Prozentbereich, also vielleicht um die 5%, jetzt drunter liegen wird. Also dann wird es 2,1 Milliarden. Das ist okay, das bleibt alles in einem gewissen Toleranzbereich, das für mich vollkommen akzeptabel ist. So, und jetzt spanne ich den Bogen und das finde ich ganz spannend. Das Unternehmen gibt einen Ausblick für 2025, 2026 und erwartet dort für das Geschäftsjahr einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro bei einer erwarteten EBITDA-Marge von 27 bis 32%. Und wir rechnen es uns einmal kurz durch, beziehungsweise das können wir auch im Kopf machen, das würde einem EBITDA von 1 Milliarde Euro entsprechen. Einem EBITDA von 1 Milliarde Euro, das wäre mal eben das Dreifache des letzten Jahres. Und ein dreifaches EBITDA bei gleichem Multiple, bei gleichem Bewertungsmaßstab würde auch einem Verdreifachen des Aktienkurses folgen. Jetzt sage ich nicht, dass sich die Aktie verdreifachen wird in den nächsten 4 Jahren, aber selbst wenn sie sich verdoppelt, dann wird es die Aktie gut möglich, dann wird es gut möglich sein, dass die Aktie den Markt hier outperformt. Ja, und dort, wo es Chancen gibt, gibt es natürlich auch Risiken und die soll man auch auf keinesfalls hier ignorieren. Zum einen habe ich da rausgesucht, dass ein relativ hoher Umsatzanteil auf wenige Großkunden konzentriert ist. Also eine gewisse Abhängigkeit besteht. Wo ich jetzt hier aber gerade Abhängigkeit sage, ich habe mir vor einigen Tagen ein sehr interessantes Video angesehen auf YouTube von Markus Lanz. Und da war Herbert Diess zu Gast, also der. Ich glaube, jetzt glaube ich, ehemalige CEO von Volkswagen oder bald ehemalige. Jedenfalls hat er dann auch was ganz Bemerkenswertes gesagt und das wird auch mein Schlusswort dann fast auch hier sein. Denn eine Abhängigkeit ist natürlich einerseits schlecht, andererseits sind die Parteien dann aber dazu gezwungen eben. Die sind gezwungen dann zu kommunizieren, Lösungen zu finden, zu diskutieren. Und das ist eben halt auch etwas, was man auch bei aller Liebe auch heutzutage bei diesen Energieproblemen dann auch immer beachten soll. Abhängigkeiten sind nicht nur per se schlecht. Wo ich das Unternehmen noch hier schon gelobt habe, das Management, hier habe ich nochmal zu guter Letzt die Insider-Transaktion mir rausgesucht und gerade von dem Herrn Günther Pindt sind hier paar Transaktionen, also ein paar Aktien gekauft worden. Es sind grundsätzlich nur Käufe seit 2014 und bis dahin gab es hier auch Verkäufe. Aber ein gutes Zeichen, das freut uns natürlich auch, wenn das Unternehmen an sich glaubt und die relativ jung noch sind. Also wir haben hier ein Unternehmen, das wächst, das profitabel ist, das sich in einen Zukunftsbereich orientiert und wirklich auch fair bewertet ist. Und deswegen gebe ich dieser Aktie ein Buy, ein Kaufrating. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann hören wir uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin.